Mario und Co. wollen herausfinden, wer der ultimative Superstar ist. Aber was bedeutet das und wie soll man es entscheiden? Aha, Mario hat offenbar eine Idee, wie man Superstar ermitteln könnte. Den anderen gefällt sein Vorschlag, ganz offensichtlich. Diddy, so toll! Rosalina? Ja. Oh, Rosalina? Ja. Und sie scheint ganz heiß drauf zu sein, in den Tat umzusetzen, du. Dieses Mal werden wir herausfinden, wer. Ja. Warum wollt ihr das? Die Organisationsteam-Wettbewerb besteht aus allen Bekannten, meine Freundin Toadette und mir selbst. Also dann, liegen wir. Hast du doch nicht was vergessen? Es könnte auch jemand von uns zum Superstar werden. Schön's, Leute! Mario vs. Bowser-Team, oder? Monty? Gumba? Und Wendy, was ist? Und überhaupt, diesem Organisationsteam traue ich nicht über den Weg. Fahr weg! Du machst auch beim Organisationsteam mit und lass dich von den anderen nicht unterbuttern. Jawohl. Aber wartet nicht, dass ich euch Vorteile gewähre, werter Bowser. Kam ich auf unsere Seite? Sehr schön, sehr schön. Mit Kamiks Hilfe sollten die Vorbereitungen noch schneller abgeschlossen sein. Du bist so dead. Da. Musst du dead reden? Ach so, ja. Wartet nur ab, was wir im Petto haben. Was denn? Also. Ja, startet frei für Spiele um den Titel des wahren Superstars. Und damit, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Freunde, hier beim Retro-Julie und seinem brandneuen Let's Play Super Mario Party. Ja, natürlich bin ich bei diesem Let's Play nicht alleine, denn an meiner Seite ist natürlich die Susi! Susi! Hallo! Ja, das neue Spiel von NDCube leider mal wieder, aber es soll ja diesmal um einiges besser sein wie die letzten Teile. Denn es soll sich wieder an den klassischen Teilen halten, denn wieder mit normal vier Spielern rundenbasiert und jetzt ohne irgendwelche Fahrzeuge, Autos jetzt, also dieses klassische Mario Party, was wir von früher kennen, vom GameCube oder vom Nintendo 64. Des Weiteren, ja, gibt es jetzt auch Online-Multiplayer sozusagen, aber leider nur so einen speziellen Modus, also nicht das klassische Spiel-Multiplayer, sondern nur so ein besonderer Modus, ja. Ja. Okay, ich bin schon ganz heiß drauf, wie es ist, das Spiel, und es gibt auf jeden Fall 80 Minispiele und wir werden sehen, wie wir uns schlagen. Und los. So, du bist hier schon drin, ja? Ja. So, wer nimmt's denn alles? Mario, Luigi, Peach, Daisy. Schatz? Ja. Mario, Waluigi, Yoshi, Rosalina, Hammerbruder, Wuhu, Bowser Jr., Monty, Maulwurf, der ist neu. Koopa, Shy Guy, Goomba ist auch neu. Und Bowser. Das kommt jetzt mal aus. Wer haben wir jetzt? So, ich nehme, wie es immer ist, beim ersten Mario Party, Mario. So, komm gegen, haben wir. Werden sich von alleine? Auf 4 können wir freischalten, sehe ich gerade, ne? Kannst du jetzt mal konzentrieren? Ja. Du bist für Rosalina, ja? Okay. Wer sind denn die Kommen-Gegner? Ach, man kann laufen, guck hier. Willkommen, hier ist der Eingang zur Party Plaza. Mit wem möchtest du eine Party feiern? Ach so, man muss Partygruppe selbst, was soll man machen? Selbst oder ein vorgefertigtes Team nehmen? Selbst nehmen, oder? Mhm. Möchtest du heute für eine Partygruppe einzeln auswählen? Ja. So, Team und beiden? Wenn wir nehmen als Gegner. Den Monty? Mhm. Und?
Basic überlassen. Ja. Die Spielstärke lassen wir mal auf normal, weil wir wissen ja nicht, wie sie bei dem Teil sind. Mhm. So, der ist auch normal. Okay. Eine nette Geste beim Wettkampf ist übrigens mit den anderen abzuklatschen. Am schönsten ist es, wenn alle das Timing genau treffen. Wie wäre es mit deinem Versuch? Oben jetzt Bewegungssteuerung, ja. Und das abwärtsen. Und? Fertig. Und das abwärtsen. Mal konzentrieren jetzt hier. Yeah! Oh! Um die Partygruppe zu ändern, einfach wieder bei mir vorbeischauen, okay? Nö, bleiben wir. Jetzt muss ich bei jedem Brett. Tschüss dann, diesmal wirklich. Hallo. Achso, wir müssen laufen. Aber nicht, dass ihr euch wundert, wir müssen hier den Ton über den Fernseher. Ich kann nicht laufen. Ne? Achso, dann mach ich. Jetzt bist du bestimmt tot drin gleich. Oh Mario! Ja, ich frage nicht, wo sie sind, sie normal. Normale Freundin. Diese Party ist so groß, dass ich das für dich zur besseren Orientierung habe. Ein Gerät, das richtig was hermacht. Das Tod-Tablet. Ich hoffe, es hilft dir. Mhm, den Tablet schwingt. Was mache ich damit? Tod-Tablet nach oben. Du kannst jetzt das Tod-Tablet verwenden. Darauf findest du unter anderem eine praktische Karte. Schließe das Tod-Tablet und zur Partyplaza zu Oberland. Neue Party. Ein Brettspiel ist ein zur Partnerparty, Raft-Abenteuer, Beat-Bühne, Minispiele, Mario-Tron und Eingang. Ja, brauchen wir ja jetzt nicht. Was? Müssen wir mal umschauen, ja. Das Onion unten ist hier. Da wollen wir es nochmal online Mario dran. Minispiele. Beatbühne. Mal, das ist das normale, ja. Also das ist ja so das Einzelspiel. Play. Und das ist hier das richtige. Also das. Mario Party. Willkommen bei Mario Party. Wusste ich es doch, dass es dich hier verschlägt. Viel Glück! Oh! Drücke Joy-Kreuz auf dem Joy-Con, wenn du den Modus wieder verlassen möchtest. Nö. So, was gibt's denn alles? Wump, Domino-Ruine. Bist du den Gefahren gewachsen, die dich auf dem Faden der Domino-Ruine erwartet? Was gibt's noch? König Bomb ums Pulverfassmine? Riesenobst-Paradiesewurst. Und? Ein Fahrzeiger. Oh, nur vier Stück? Das ist schon mal eine Falschheit, ne? So, Wumps, Domino-Ruine. Das erste. Zack. Was kann man denn stellen? 20 hat man, oder? Ja. Bis 20 jetzt hier los? Ja. Dann ziehen wir mal bis 50, oder? Ja. Okay, und? Na, 20 und los. Und start. Ich dachte, wir müssen es über Fernseher ausgeben, weil bei der Switch schon nicht möglich ist, zwei Kopfhörer zu hören, ohne dass das Audio nicht geht. Aber... Oha. Domino Room. So. Hallo, willkommen bei diesem formidablen Abenteuer. Du bist zum allerersten Mal hier? Ja. Dies ist eine geheimnisumwitterte uralte Ruine, welchen Zweck sie wohl gedient haben mag. Haarsträubende Fallen? Mhm. Und dazu riesige Wurms, die den Weg versperren. Hier kommt keiner vorbei, ohne jede Ausnahme. Außer ich bekomme die ein oder andere, wie immer. Also, na, so wie Geld geist. Oje, sie schrecken ihn hier wirklich nie. Das Ganze scheint also wirklich kein Kinderspiel zu sein. Wie sieht es mit den Regeln aus? Sollen wir darin durchgehen? Da es ein neues ist, sagen wir mal ja, beim ersten. Oh, Kamik erklärt was. Würfle uns hier die entsprechende Zahl an Feldern. Das gibt auch noch Felder. Lande auf besonderen Feldern, um Münzen zu sammeln. Aber nimm dich in Acht vor roten Feldern.
Für jedes gewonnene Minispiel erhältst du eine Menge, ganze Menge Münzen. Münzen allein sind jedoch nur das Mittel zum Zweck. Um zu gewinnen, brauchst du etwas anderes, und zwar Sterne. Genau, wer davon am Ende die meisten hat, gewinnt die Partie. Selbst 100 Münzen würden dir nur wenig helfen, wenn du nur ein Stern hast. Es ist eben wie beim bekannten Sprichwort, Sterne regieren die Welt. Gut, dann benötigen wir jetzt die Reihenfolge der Spieler. Bitte würfeln. Jetzt nur Boxen. Du der Erste. Was soll ich denn? Fängt an. Und drücken. Wieder? Hm? Daisy, Monty und ich bin letzte. Das bin ich. So. Krieg. Ja, ich guck gut. So. Als Stadtkapital bekommt jeder 5 Münzen geschenkt. Nur 5? Das gibt's zum Erzählen, oder? Sterne sind der Schlüssel zum Erfolg, so viel ist klar. Also, wo befinden Sie sich also der erste Stern? Ganz hinten. Im Wasserfall. Oh, zu dettert oder? Diesmal. Ja. Jetzt gut. Hier, ein schöner, glänzender Stern. Da haben wir genügend Münzen, um kommen den zu diesem Feld. Ah, wer sich wollte, die meisten Sterne sichern wird. Ui, das wird spannend. Dann mal los. So, das ist immer spannend, dieses. Runde 1. Rosalina. Okay, let's go. Es gibt hier auch Spezialwürfel. Was ich mache. Die ganze wechseln, das ist normale Würfel. Rosalina Würfel. Gibt's auch, siehst du? Aber das kostet Münzen dann. Ach, okay. Nee. Achso. Aha. Jetzt? Und jetzt? Was? Wieder 5? Forschen. Ah. Genau. Was? Muss gucken. Es gibt Münzen. Für 3 Münzen kannst du den Wump weiterlassen. Musst du die Karte erstmal ausgeben, ne? Richard? Die Karte muss man erstmal studieren. Ne? Du wirst ja da nicht lang. Du musst ja nach den Pfeilen da. Also ja noch, da kommst du ja zurück. Siehst du da lang, wo die Pfeile angehen? Ich weiß. Ich bin aufgefallen. Ja, dann würde ich da noch nicht. Also. Ja, mehr Münzen halt vielleicht, aber. Hat man die Spezialwürfe immer? Muss man mal gucken. Ich weiß ja nicht, müssen ja mal gucken. Also erstmal gucken, dass die ja das machen oder so. Hm. Keine Ahnung. Ah, minus 3. Monty. Und deine Spezialwürfe? Wie sieht's aussieht, oder? Oder sieht das aus? Oh, wenn ich jetzt. Hä? So. Wenn ich jetzt auf blau komme, dann können wir ein Team spielen. Probier's jetzt. Was habe ich denn für einen Würfel? Und das ist die Zahlen, die er hat, oder was? Nur 1, 3 oder was heißt das? Ja. Also 2, 3 hat er. Aber der kostet mich nichts, so. Oder? Mhm. Jetzt? Ja, Fuchsen. Oh. Jo. Dann können wir ein Team spielen. Also wenn es normal läuft, wenn es normal ist. So, erste Minispiel! Super Mario Party! 2 gegen 2! Oh, da gibt's ja schon, da gibt's ja schon welche. Vitamin Viereck. Mhm. Mal gucken wir. Runde 1. Aufgabe. Hm. Nur zulesen. Warte mal, ich muss mal bewegen. Ach, hier, da. Ach, kann man schon testen, das ist gut. Fixieren, Fixierung aufheben. Also muss es. Ich kann. Aufgabe, müssen wir mal lesen, Schatz. Ja, ich. Lies mal Aufgabe. So, die vorgegebene Formation im Rand ist im Rahmen. Ach so. Quadrat mit dem gewünschten Obst kann man 2 Stellen erstellt werden. Geteilt. Auf der, also müsst ihr jetzt. Ach so. Das, also du musst da mit Erdbeer und Vorsicht machen da und ich muss den anderen Teil. In 4 gehen, weißt du? Ja, ich. Weil ich hab den rechten Rand, siehst du? Das ist immer so und so, weißt du? Hä? Ja. Was wissen wir jetzt? Ich glaube ja. Also hier unten auswählen und dann können wir es mal aufheben. Das ist halt schon mal. Dann let's go. Okay, alle bereit?
Jo. Los geht's. Erster Minispiel. So, was haben wir denn? Also ich nehme. Kommt wann? Ich bin die rechte Seite, glaube ich. Und du die linke, oder? Ich brauche 2 Melonen ohne den Namen. Hier, hier! Ich hab's! Ach, hey, warte, warte! Aber waren 2 hier, da? Und da wird 1, ne? Traube und. Orange. Weil. Keine Chance mehr. Aber wir werden ja sehen, wir sind nach der ersten Orange und Melone. Hier! Oh, was? Gewinn. Also wenn nach der ersten Party jetzt zu schwach erscheint, muss ich stark hoch. Und wenn du überhaupt keine Chance haben müsst. Ja. Oder ich mal gewinnen hier. Jetzt abklatschen. Ja. Ist gut. Ah, da gibt's Münzen. Das ist cool. Fast gut. Weil schon, wenn man über das Timing hat, gleichzeitig kriegt man bestimmt Münzen. Das ist cool. Das habe ich noch nicht geachtet. Kostet doch Stern 20 wie normal ja. Oder 10? Da haben wir auch weniger Startmünzen gekriegt haben. Runde 2. Du kannst nach links oder rechts neigen, um den Würfel zu wechseln. Das da alleine können Münzen geben. Eine 2, eine 3. Also kosten du da anscheinend nichts. Oder eine 8 sogar. Also du kannst Münzen bekommen. Und hochboxen. Ja, ich weiß. So. Oh. 3. 1, 2, da kommst du auf grün. Ja, musst du ja, oder? Ne, oben kommst du auf 1, 2, blau. Also links kommst du bei grün, aber weiß ja nicht, was es ist. Ich probiere einfach mal aus. Okay. Musst du. Musst du lesen? Wenn du mir 5 Münzen gibst, transportiere ich dich zu einem geilen. Ja, Quatsch. Und wir sind alle hinter dir. Dann bist du nächstes Mal. Ja, das ist, glaube ich, ein Mirakelfeld, oder? Einzelspielerspiel. Besonderes Ereignis. Oh. Wähle eine Schatzkiste aus. Okay. Und dann wählen wir. Wähle Weise. Wie macht Jordan das immer noch Ede mir eine Gruppe? Stimmt, ein Joe auch ein Niete dabei, wa? Ja, was ist immerhin 20? Ja, ich glaube nicht, dass du unendlich Special Work hast. Ich glaube nicht. Oh, die hat auch. Bumm, Wanderung. Was komme ich da nicht durch? Oh, ein Versus gibt's auch. Jetzt muss ich, müssen wir ja nach links. Weil ich will den Link bezahlen. Ich glaub, der hat schon zwei. Oh, ey, der Rest da oben. Ja, der hat schon zweimal seinen Spezialwürfel genommen. Der hat doch noch 4 und der hat trotzdem. Aber der kommt da auf was ist das? Achso, Itemfeld. Ja, Münzklaufalle. Klau deinem Gegner 5 bis 10 Münzen. Also, die Items sind nur auch noch lang. Das ist also so. Was ist denn noch? Aber ich komm hoch. Auf Ereignis. Jetzt fahren unsere so zurück. Ah. Welche Spezialstände es gibt hier? Bonusstände wissen wir auch nicht. Das ist alles neu. Zweites Spiel. Das ist 4 gegen 4? Bonusspiel. Ah, was gibt's? Hm. Oh, du mit Monty. Ich mit Rosa, ich mit Daisy. Keine halben Sachen. Sind jetzt gegeneinander. Ach du Scheiße. Was? Aufgabe, die Hälften zusammenfügen. Drehe den Joy-Con, um deine Blockhälfte an der anderen Hälfte anzurichten. Jetzt ist das. Ich hab's. Boah. Ach so. Rum. Mach dann. Ich hab's. Ja, bereit. Ja. Du, das verlieren geht. Räumliches Denken, das ist nicht so. So. Okay, let's go. Was, Alter? Dann willst du forschen. Ich musste nur halten deins und warten, bis der Computer die richtige gemacht hat.
Eigentlich sind nur der Rückmann und so ein Computer gemacht hat. Hallo zwei. Ich weiß nicht, ob ihr mehr kriegt, ne? Wir haben vorhin selber bekommen, natürlich. Für abklatschen, ne? Wo bist du wirklich? So? Ja. Scheiße. Du bist vorne, wir können so. Wie so geil das ist. Hä? Du bist ja näher am Stern. Dritte Runde. Nimmst du ja voll hin. Die Items hast du nicht. Nur dein, ne? Da steht er, Feder bis zum Stern 9. Was ist das jetzt? Verbündeten. Was? Anhalten musst du. Wer der Verbündete ist? Schreigeil. Was macht der jetzt? Okay. Bringt einen Würfel mit. Ah, danke. Wer weiß, was so alles passieren wird, wenn du nicht mit auf die Piste, auf der Reise. Mhm. Du bist jetzt mit Schreigeil verbunden. Ah. Dieser Wolf ist offensichtlich ideal, wenn du. Ah. Ja, so war's. Ist er jetzt immer bei dir mit dabei raus? Genau. Die war auch ein neues Item. Bits. Nochmal werfen. Wurf plus 3. Mhm. Du bist drei Pferde in uns. Doch, da wärst du. Ich treffe ihn. Ja, wo? Na, dann. Oh. Na, das war ja klar. Kann ich da jetzt irgendwas dagegen tun, ja? Nee. Wie viel? Da hat er mich jetzt. Nee, war nur 3, oder? 5. Sind nur Lauf. Gleich. Dann nehmen wir immer seinen Lauf über was. Oh, das wird jetzt halt wieder Orient. Ja, das ist draußen. Guck mal. Das ist ja böse. Ah. Ich bin, guck mal, wir werden uns sicher sehr gut verstehen. Hast du denn zwei Bonuswürfe sozusagen? Vielleicht guck ich nämlich meinen Ordner. Hm, was ist das? Wie das einfach aus? Ja, jetzt ja nur kurz zum Stern, was ist? Ausrufezeichen, Fahrzeichen. Pech, was? Oh, natürlich. Pechfeld! Wie war einfach los? Hehe, willkommen auf dem Pechfeld. Mario, halte das Roulette an. Du verlierst 5 Münzen. Hehe, das gefällt mir. Wenn ich das nicht wusste, werde ich da nicht lang gehen. Okay, aber du musst doch alles ausprobieren. Naja. Das ist mal 4 gegen 4, ne? Warte, eben nicht. Ne, oh doch. Brunnenball dabei. Der Weg zum. Der Weg. Was? Münzen-Minispiel. Reichtum. Münzen-Minispiel. Aufgabe, die meisten Münzen einheimsen. Wenn du herunterfällst oder getroffen wirst, verlierst du Münzen. Also nur halt laufen und so viel Münzen dann wie man kann. Ja, okay. Also da. Wenn wir es nicht treffen lassen oder runterfallen. Okay. Cool. Stachel, die Dinge. Du musst ja nicht unbedingt am schnellsten sind. Aber mit Boden ist schon. Mann! Ah, den nehme ich mit. Ah, oh, gehen wir zurück. Oh, scheiße. Der ist ja eh nicht. Ich hätte wohl schon mehr. Wollte sie immer getroffen. Ich brauche diesen auch normal wirklich so schwach.
mal stark ist. Das wollen wir vorhin nicht wissen. Bei 1 sind sie auch normal hochstark. Du hast ja auch immer weit. Du kannst jetzt auch einen anderen Würfel verwenden. Achso, du hast 2, ja. Egal, Schreigeist und hier wird er normal. Normal Schreigeist. Nee, du hast ja nicht mehr weit. Bis zum. Noch 7 Felder. Plus 2 Münzen. Ja! Oh! Wow. Was geht denn? Giftpilz. Gegnerischer Wurf minus 2. Was? Ja, kannst du. Was? Ja, bei Eier gehen und da wird halt minus 2 Felder. Wenn er jetzt mal. Und der hat natürlich. Plus. Plus 3, nur 6. Die Vidorien, ich bin der Einzige, der noch keinen Partner hat. Ich will nicht mehr wissen, was denn passiert, also. Buh. Hm? Und toll. Das will wieder Otto kommen. Hehe, lass uns frei sein. Und der hat nur hohe Zahlen. Nur. Und wird ein bisschen knapp in Stunde, ne? Ah, da, ihr könnt, aber teuer werden. Den hält sie da nicht. Das ist ein bisschen vor. Oh. Nee, der Stein, wa? Nee. Genau, jetzt sind alle weg und ich bin der Einzige, der unten steht. Das ist doch richtig. Ja, nee, so weit ist es leider auch nicht. Domino-Falle. Dankeschön. Ich bin auch eben noch gewesen. Ja. Oh yeah. Und. Oh, ja, ich krieg auch einen jetzt. So, jetzt hat jeder einen. So, komm, jetzt muss ich Luigi passen, oder? Besser wäre noch länger eigentlich. Bowser Jr. ausrechnet. Oh. Plus 9. Und Bowser Jr. müssen wir übergeben. Hör zu, Mario, ich helfe dir aber nur dieses eine Mal, verstanden? Oh, der hat 3 Einsen dafür. So eine 9 und 3 Einsen. Umstimmung. Team-Minispiel. Also Zusammenhalt arbeiten. Explosion von Bonbons entgehen. Reiche die Bonbons im Uhrzeigersinn weiter. Du kannst immer nur einen in den Händen halten. Einfach nur weitergeben halt. Achso. Ah. Muss eine Ruhe bleiben, Tobi. Ja, sieht so aus. Du bist Mama. Man muss halt so lange halten, wie du willst. Puh. Taktik halt. Okay. Okay. Puh. Wo bin ich denn, ne? Start! Steiger, weiter im Zimmer. Bitteschön. Oh! Schon raus. Okay. Nummer 2. Weg damit! Weg damit! Nein! Scheiße! Guck mal, Monty und Rosalina. Leck mich doch, Marche. So doof, lässt sich auch wissen, falls. Ah, ne, Monty Maro hat. Ja. Ja. Plus 8. Die Münze, geil, das wär's noch. Das sind mal Idee. Ja, welches denn? Achso, ein Gift oder? Du darfst das erhaltene Item sofort einsetzen. Wie machen wir das? Warum probierst du es nicht gleich mal aus? Machst du. Kommt aber an, ob du dich aussuchen kannst, bei wem es einsetzt. Ja. Super. Ist auch scheiße. Ja. Autsch. Nein, nein, nein.
Ob das trotzdem mal überhaupt. Okay, let's go. Und dann acht hast du das. Ne, 11 Spell oder so. Hey. 5. Noch eins, ey. Nice. Nächste Runde müsste es eigentlich. Eigentlich. Leute, du hast ja noch einen Pilz, ne? Sei denn, ich werfe jetzt. Wenn wieder nichts kommt mit dem Google da. Ja. Sei denn, ich werfe hoch. Besser muss minus. Ja, ich kommen. Weiß. 6. Ja. Schub doch mal nicht, ey. Dann fasst immer seinen Spezialwurf, ey. Haha. Ein Felsen. Eins. Ah, oh. Oh, ist, nee, ist das ey, Monty aktiviert nur den Scheiß, ey. Nur alles zurück. Oh. Ein Vollidiot, ey. Komm wieder hin. Ja, ich mal. Komm ich so einfach, ey. Wenn die Felder gibt's so, ist eins, zwei, ja, gibt's so, ja. So, wie vor allem am Ende. Oh, sie geht weg, ne? Kannst du so ein Pizzen. Boah, so dünn noch. Ich weiß, geh mal da hinten. Ich glaub's nicht. Boah, so wirft ihr. Oh, damit! Ja! Ah, ich hab beim. Nee, ich hab beim Minus. 9. Das reicht noch nicht, oder? Wieso? Nee. Ja. Du könntest ja nochmal mit deinen Pilz mal rankommen. Ich glaub nicht. 2 gegen 2? Du schon mal mit Mundi. Nicht den Faden verlieren. Schatz. Ich will nicht den Faden. Boah. Nicht du? Warte, ich will mal. Achso. Du sollst das lesen. Achso. Das zwei vorgegebene Muster nachbilden. Also das da. Also nach wie mit dem. Es gewinnt das Team, das zuerst 3 Punkte erzielt. Okay. Also umwandeln wir so. Also das jetzt so. So. Daisy, machst du mal. Was machst du mit denen hier? Ja, so, hier. Ha! Ja, ich hab's jetzt so gehabt. Na, guck mal, ja. Nee, noch nicht. Ich will noch mal probieren. Also hier in der Mitte. So runter und du musst Daisy eigentlich machen. Ja, Daisy, machst du mal? No. Okay, hast du es jetzt? Ich will's schon. Irgendwie. Und los. Du mal stricken irgendwie. Faden 10. So, Runde 1. Also ich muss, ich mach hier lang. Okay. Wo willst du denn hin, Mann? Mach mal! Was? Wir sehen uns du rum. Ich geh lang. Ey, was? Wie schnell seid ihr denn hier? Mann, lass ihn doch durch! Daisy, macht ihr euch richtig mit, ey? Ich hab's doch schon, Daisy, du bist rum! Daisy! Was macht die denn? Ey, die muss noch rumgehen! Hallo! Ich hätte so, ja, verknotet dich. Ich hätte so gehabt, wenn die alte Ohrringe wäre. Was macht der eigentlich? Was macht der? Oh. Ende! Ich meine, hat überhaupt nicht mit ihm gemacht, ey! Ich muss abklatschen, Digga. Oder? Welchen Timing? Und der! Hat jetzt nicht mehr Spiel. Nächste Runde, ne? 50 Münzen. Ein Münzstern wird sicherlich hochheben.